die Schildkröte jetzt mal fliegen sehen sollen. Die sah cool aus. Schildkröte fliegen? Mhm. Ja, bei Holy ist die Schildkröte durch die Luft geflogen. Oh, bei Baum, weißt du? Tja, die Brille brauche ich ja nicht. Die ist ja drin. Ach, was mache ich denn? Ja, wieder alles falsch wahrscheinlich. Die Bären? Ja, ja. Nee, ich habe wirklich alles falsch gemacht. Und du lass die Tür mal offen stehen, oder? Hast ja daheim keine Türen, oder? Die waren schon offen, wo ich hier reingekommen bin, junger Mann. Ja, alte Frau. Pack doch einmal ein paar Sandsäcke davor, das geht schon. So, Knuckleberry nehme ich natürlich mit. Ach du Scheiße. Oh, mein Stuhl. Ah, oh, echt so, nicht. Schon wieder am Dehydrieren. Ja, ja, immer die Saufen. Bin froh, dass man bei Minecraft nicht surfen muss. Wäre schon öfter mal irgendwie verreckt. Das Spiel kannst du ja auch nicht mit Minecraft vergleichen, ne? Ja, nicht wirklich, aber... Nee, überhaupt nicht. Ja, mi. Da musst du auch was essen, aber saufen zum Glück nicht. Mehr so, 13 Eimer stelle ich gerade her, Herr Holy. Ja, so gut, Herr, Frau Tommy. Sind wir schon bei Herr und Frau gelangt. Mal gucken, ich glaube hier Baumatrio. Ach Gottchen. Ah. Frau kann auch nichts mehr sammeln. Was kann ich nicht? Die Frau kann auch nicht mehr sammeln, als sie tragen kann. Und schmeißt ihre ganzen Einkauf mitten in auf den Flur, war ja klar. War schön shoppen gehen, aber das Zeug verräumen wir zu faul hier. Eimer haben wir mittlerweile. Ist doch gut, dann kannst du ja bald... Was bist du eigentlich tamen? Doof gefragt. Erstmal zum Anfang was Blöscheres. Ja, ein Schildkröte oder so ein Schlepposaurus. Gucken wir mal. Ich möchte ja später auch einen Garten anlegen, deswegen haue ich jetzt auch die Samen da wieder rein. Ja, dann mach das. Oder mach noch mal eine extra Kiste mit Samen. Ja, bräuchte ich wieder Holz. Aber sie nicht top. Jetzt muss ich nur kurz mal reingucken hier, was brauche ich denn alles? Holz. 388 Fasern. Aber ich bin mal eben schnell AFK. Jo. Ja, den bis gleich. Mein Gott, was dazu? Aber kann man bei Twitch gar nicht reinklicken, wer da geguckt hat? Die schon, ne? Mindestens. Ja. Bei der Punkt, bei dem Punktstrich unten in den Zahn und kannst du schauen, wie viele zuschauen. Also bei mir jedenfalls. Wie es bei Hitboxes, habe ich keine Ahnung. Ja, ähnlich, da gehst du auf dieses Mannequin. Also guckst du deinem eigenen Stream zu? Ja, ne? Jo, damit ich sehe, ob er flüssig läuft oder nicht. Und ob mir jemand schreibt. Genau, genau. Ja, ich habe eigentlich schon wieder so richtig Bock auf Ark, weil ich, ja wie gesagt, ich bin Dino-Fan und zum anderen habe ich ein Let's Play heute angeschaut von jemandem. Da habe ich irgendwie richtig die Lust gepackt an Ark spielen. Das ist ja auch mal so, ne? Dass man irgendwie was sieht und dann denkt man so, oh, das könnte ich jetzt auch mal machen.
Aber ein Viech möchte ich auf jeden Fall nicht begegnen und das ist entweder der Gigantosaurus oder das Riesennashorn. Mhm. Sind die so arg böse in dem Spiel oder wie? Also der Gigantosaurus auf jeden Fall und ich denke mal, wenn man dem Nashorn zu nahe kommt, dann ist das wie beim echten Leben mit dem Nashorn, dann fühlt sich das Ding bedroht. Ich glaube, vorhin war ein Stegosaurus da. Der hat ja auch drei Hörner. Also. Aber der fühlte sich, glaube ich, nicht bedroht. Ja, der am Strand rumlief. Ja, ich hab schon wieder eine Schildkröte, die irgendwo im Baum glitscht, aber ich seh sie nicht. Ja, vielleicht springt sie wieder auf Bäume. Wer weiß es. Also bei mir gesprungen ist, die habe ich ja getötet. Die ist ja am Baum festgeglitscht worden. Hi, Zecke. Alles klar bei dir. Oh, ein Hallöchen. Ja, aber sah schon cool aus, wie die auf einmal so... Boi, also dann hättest du mal den Langhals sehen müssen, den ich mit einem anderen Kollegen getötet habe. Der ist aufs Meer rausgeflogen. Ja, auch nicht schlecht. So ein Loch Ness-Viech oder so. Nee, ein normaler Brontos. Also. Ja, die sind ja auch nicht gerade klein, ne? Nee, nicht unbedingt. Danke, danke, Zecke. Und wie versprochen gibt es auch irgendwann jetzt bald ein 500 Follows Special Stream. Muss nur überlegen, was für Spiele ich da dann da spiele. Hm. Das überlegt man sich immer so arg, ne? Ja. Also bei meinem 100 Abonnenten Special habe ich das erste Spiel, was ich Let's Played habe, nochmal durchgezogen. Aber im Director's Cut. Und das war? Cube, falls du es kennst. Quick Understanding of Block Execution ausgeschrieben. Also dieses, nee, das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Es ist ein Puzzlespiel in 3D. Ach quasi. So. Bist im Weltraum gefangen und wachst quasi auf und dann musst du da sämtliche Rätsel lösen und so. Und dann musst du später am Ende quasi ins Space Shuttle fliehen und dann absausen so ungefähr. Okay. Und da ist mit allem Pipapo, mit Licht, mit Magneten und sonst was für Rätsel. Und er hat schon eigentlich Bock gemacht, da durchzuziehen. Nur manchmal hängst du so an einem Rätsel fest und denkst so, jetzt mach doch wie ich will und dann macht's trotzdem nicht, ne? Wie man es so kennt in den Spielen. Ja, okay. Ach, wer da noch will, ja. Das ist mein gutes Gewissen über Zecke. Dein gutes Gewissen, oh. Das schlechte Gewissen ist gerade auf Toilette gegangen. Ja, und ich habe hier gerade einen Dilo, der im Baum festquetscht. Nö, nicht der Zockstern, sondern der Snowbee. Snowbee. Aber Newbie. Snow, okay. Und wir ist auch im Schnee, also. Manche nennen mich auch Snoopy, ich weiß auch nicht warum. Die Ähnlichkeit ist ja nicht gerade verblüffend. Snoopy, Snoopy, Snoopy. Ja, macht euch doch lustig. Wieso manche, die mich zum ersten Mal kennen, lesen meinen Namen und sagen statt Diver, Driver. Driver, ja auch nicht. Ey. Ich heiße eigentlich Diver. Ja, ich weiß. Ich kann lesen. Man ja. Kann es kaum glauben, aber ja. Gar Englisch. Ach nee. Was wollte Tommy noch mal machen? AFK irgendwie was. Keine Ahnung, vielleicht ist er jetzt auch essen gegangen. Hast du Hunger gemacht? Na.
auch ziemlich, ziemlich lecker, die Schinkennudeln. Schinkennudeln? Ja, mit überbackenen Käse, mit so Schmelzkäse drüber. Diese Schmelzkäse-Scheiben oder was? Ja. Aber man kann eigentlich auch in der Pfanne normalen Käse machen, der schmilzt auch gut. Ja. Dauert nur länger. Ja. Ich hab mal gesehen, wie man diese Schmelzkäsescheiben herstellt. Da kommen ja zigtausend Aggregatzeug und sonst was drin. Und vor allem kommt da noch hier Möhrensaft rein. Deswegen sind die auch immer so rot quasi. So einen leichten Rotton haben die ja drin. Aber man sollte sich nicht zu viel mit so einem Zeug beschäftigen. Irgendwann isst man gar nichts mehr. Ja, ist der Nachteil daran. Naja, wobei, sagen wir mal so, die Verdauung ist auch nur chemisch, ne? Von daher gesehen, shit happens. Wird ja eh alles chemisch zersetzt und so weiter, ne? Ja. Okay, was fehlt mir jetzt wieder zur Holz und Herstellung? Holz. Holz. Ich dachte schon, hier fehlt Wand. Oh Mann. Echt, ey. Oh, Dodo, ist das ein Dodo? Hallo Dodo, ich habe einen Freund, der heißt Mr. Speer. Ja, ich liebe ihn sehr. Das auf jeden Fall. Also ich sehe den Dodo noch nicht bei dir. Ist auch ein ziemliches Delay. Ah, da ist er. Aber mit dem Speer geht der richtig schnell. Den zackt da immer mit seiner Picke drauf 50 Mal, bis der immer umkippt. Ja, mal gucken, circa, ob ich heute noch Minecraft spiele, weil das ist ja auch gleichzeitig ein Live-Let's Play Together. Und der will ja heute, Tommy hat gesagt, der will auf jeden Fall, der hier da drinnen, der will ja auf jeden Fall noch ein Tier heute tamen. Mal schauen, lass dich überraschen. Ach, du spielst auch Minecraft auf dem Server, oder? Ja, ich habe einen Server zugestellt bekommen von einem Kumpel. Mhm. Der ist aber noch im Ausbau quasi. Okay. Ja, also wir hatten auch mal vor, Minecraft wieder zu zocken quasi, aber findet man einen vernünftigen Server, ne? Den auch bezahlt kriegst. Ja, und vor allem keine Creeper haben. Ja, sowieso. Also das sollte dann, wenn nur fürs Let's Play so ungefähr sein. Seid ihr denn jetzt schon mehrere da, oder? Der, wo wir den Server gegeben haben, dann, ich glaube, so 3-4 andere Leute auch noch. Naja, sagen wir mal so, die Welt ist groß, ne? Also, ja. Von daher denke ich, könnte man ein Bauplätzchen finden. Ist auf jeden Fall, wir ja mal in Ruhe quatschen. Ist ein 100-Slot-Server. Ach, ja, Jimmy. Kommt man auch so drauf? Nee, ne? Nö, ist eine Whitelisted. Weil ich meine, auch besser. Wir machen auch nicht mehr ohne Whitelist, weil kann jeder Depp drauf spawnen und dann den Server kaputt machen. Wir werden uns das auch so machen, dass wir einen Kommandoblock darauf bauen und Spieler dürfen dann raufjoinen, können aber nichts bauen und aber auch nichts zerstören können, bis Türen öffnen. Schon wieder ein Dodo. Wie viele Dodos gibt's denn hier? Ich denke mal, ist auch ein Premium-Server, oder? Davon habe ich keine Ahnung. Ein Kumpel hat es mir nur zur Verfügung gestellt, weil ich aus dummer Weise, weil ich... Hi, BB. Hi, Telefon. Ja, sehr schön. Perfekte Zeit, wa? Ja, auf jeden Fall.